gehen wir weiter zum Cranwood Forest. Ein bisschen mache ich noch. Barrel Shield Bastard. Oh. Oh, die Musik, die ist doch aus dem ersten Teil auch, oder? Aus der Waldwelt, glaube ich. Ne, das ist nur Hintergrund, das graue Fass da. Wo ist so, hä? Nur damit man. Moment. Wofür ist da. Hallo? Krieg ich das Fass nochmal wieder, oder? Ne, dann ist mir egal. Dann mach ich ja Suizidmission, weil dahinter ist irgendwas. Ja, es ist da echt nur für die paar Bananen, oder was? Na, vielen Dank auch. Dafür hätte ich jetzt extra die Biene töten sollen. Ist jemand? Ich bin ganz ehrlich, das kommt mir arg bekannt vor, das Level. Also, und da bin ich der Meinung, dass man dann ab und zu mal links und rechts aus dem Baum rausspringen kann. Und deswegen gucke ich, ob hier irgendwo geheime Sachen sind. Soll das fast da oben so aussehen? Das sieht irgendwie ein bisschen zerglitscht aus. So, das ist wahrscheinlich so gedacht, dass das ein Schutz ist, oder? Ach so, das soll so eine Art Schutzwand sein, was total komisch aussieht, einfach nur. Na gut. Ja, hier zum Beispiel kann man dann. Wow, das war knapp. Kann man hier durchspringen? Nee. Okay. Immer mal ein bisschen gucken, ob hier nicht Geheimdurchgänge sind. Gut, dann habe ich das wenigstens schon mal verstanden. Was sind das? Das sind kleine graue Äffchen einfach. Alles klar. Da kann man auch nicht raus. Ja, bisher ist es doch sehr angenehm eigentlich. Kann mich nicht beklagen. Ich habe hier was? Ne. Ich versuch's gar nicht. Och komm, eigentlich, ich bin eine Pussy, wenn ich es nicht probiere. Ja, siehste, was war jetzt dabei? Was haben wir hier unten? Da ist doch was. Achso, mehr war das nicht. Oder vielleicht kann man, wenn man jetzt so zur Seite rollt. Nicht wirklich. Nee! What the fuck? No fucking way! Ich glaube, ich bin einfach zu schlau für das Spiel. Ich habe mir echt so gedacht, was ist, wenn ich nicht mittig runterfalle, genau in das Fass, sondern zur Seite falle? Und dann bin ich echt, dann komme ich echt in so einen Warp oder was? Aber um ehrlich zu sein, ist es eher ein Nachteil gewesen. Denn ich will natürlich das Level komplett spielen und alles einsammeln und das habe ich gerade nicht gemacht durch den Warp. Also eigentlich ist es total bescheuert gewesen, das Warp-Ding. Hm, na gut, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Volldampf. Ich weiß ja jetzt ungefähr, was auf mich zukommt und sollte das dementsprechend besser schaffen. Genau. Ja, wie gesagt, dann machen wir jetzt ein bisschen Speedrun-Tactics tatsächlich mal zum ersten Mal überhaupt in diesem LP, nachdem ich so die ganze Zeit mich durchschleiche. Das war eure Nummer. Und rechts davon ist gar nichts gewesen. Na gut. Da stellt sich mir dann natürlich die Frage, ob es in den Leveln, die ich schon gespielt habe, auch sowas gab. Bestimmt, oder? Da gab es bestimmt auch teilweise sowas und das habe ich schon verpasst. Das war aber auch echt fies, muss man sagen. Ich bin ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht irgendwie Eigenlob oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Spieler das nicht wissen, dass das sowas ist, sondern einfach blind nur denken, da ist nur dieses eine Bonus-Dings da. Wow, dieses Affengequake geht mir auch ein bisschen auf die Nerven. Ja, ich habe gemerkt, ich war viel zu langsam. Ich bin einfach teilweise zu vorsichtig schon. Das ist echt komisch, finde ich. Also, es ist echt so, dass ich schon mittlerweile zu vorsichtig bin. War das jetzt? Bin ich jetzt doof? War das jetzt so doof? Ja, ich bin gerade auf der Suche nach dem Bonusfass. Hallo, entschuldigt mich. Ich schon 17 Leben habe übrigens, ne? Übel. Ja, komm mal nochmal. Jetzt bin ich gerade aus meinem Rhythmus draußen. Ich meine, ich will jetzt gerne wissen, wo das Bonus-Dings war, was ich gerade hatte. Nee, da oben geht's weiter, das ist mir klar. Deswegen suche ich ja auch gerade fieberhaft eben, wo ich vorher drin war. Ich will das Bonus-Ding nochmal wiederholen. Ich war nur zu langsam. Oh shit, ich habe nicht gesehen, dass wir da schon wieder sind. Hier, was? Ja, hier war's, genau. Gut. Also, ich muss den Mittelweg finden. Ich darf nicht zu schnell agieren wie in Donkey Kong Country 1 und 2, aber ich darf auch nicht zu langsam sein. Das ist echt nicht einfach, da das richtige Tempo zu finden. So, hier kann ich durchrennen. Ja, genau. Da sieht man.
Hallo? Wo ist die denn jetzt? Alter! Man muss echt den ganzen Weg nochmal runterfallen. Das war schon wieder so knapp gewesen, weil ich nicht wusste, dass ich den ganzen Weg runter muss. Gut. Wow. Ich muss mal sagen, ich stelle mich bisher doch relativ gut an, oder? Natürlich manche Bonus-Level wiederhole ich. Ich glaube, es sind ziemlich fast alle eigentlich sogar. Aber an sich, wie ich Level mache, ist doch ganz gut bisher eigentlich. Kommt hier was? Ne, kommt gar nichts, oder? Na gut, da muss man so durchrennen. So, ich gucke auch immer natürlich mal wieder, ob irgendwo Baum-Dingsbums-Ausgänge sind, aber habe ich diesmal habe ich nichts entdeckt. Den brauchen wir nicht mal, weil ich so gut bin. Das war das fast können wir liegen lassen. Ja, ja, schön mit Bananen links und rechts noch aussammeln und dann. Was ist das da? Was bist du denn? Oh, okay. Die Banane hätte ich auch noch gerne. So. 19 Leben. Wenn das so weitergeht, kriege ich echt eine schöne Lebenssammlung. Und dann werde ich nicht einmal Game Over gehen in dem Spiel, wenn das so weitergeht. In Donkey Kong 1 und 2 bin ich oft Game Over gegangen, aber hier sammle ich bisher ganz gut Leben, würde ich meinen. So, hier wieder einfach aufspringen, das Ganze. Vielleicht ist da oben, Moment. Hier kann man auch noch raus. Aha. Nee, da ist das Ziel, da will ich nicht hin. Hier geht's noch weiter dann. Da ist Bonuszeug. Hier kann man durch. Ach, da oben ist auch noch ein Loch. Moment. Ganz geschmeidig hier. Da oben war da auch noch ein Loch irgendwie. So, flattern. Da ist was. Ja, da ist was, aber ich komme da nicht ganz hin. Da oben. Geht das? Das ist gerade ein bisschen komisch. Also ich kann zwar dann. Ich schneide das auch mal schnell. Nee, ich schaff's nicht. Keine Ahnung, ob da das noch irgendwas ist da, aber. Guck mal, da rechts ist auch noch ein Ausgang gewesen. Moment. Nö. Also so viel Zeit muss sein. Da rechts war auch noch irgendwie ein Weg. Oh, das war aber nur. Guck mal, ich bin Dixie und gucke aus dem Baum. Was machst du hier eigentlich die ganze Zeit? Das sieht irgendwie sehr falsch aus, möchte ich mal sagen, aus dieser Position. Ja. Jeder soll das denken, was er will darüber. Gut, beenden wir das Level jetzt also regulär. Nö, ich habe auch nicht alles gefunden. Da ist kein Ausrufezeichen dahinter. Ich habe keine Ahnung, ob ich da. Oh, ich bin falsch rumgelaufen. Da hätte ich bestimmt mit mehr Schwung rüberfliegen können, aber ich habe es nicht geschafft tatsächlich. Das ist schade, aber gut. Nicht zu ändern. Make Safe Cave. Ach komm, wir machen mal. Ist ja kostenlos, glaube ich, mit dem Spiel, oder? Von daher, warum nicht? Ja, hier ist Safe noch. Jo, 12% haben wir schon. Na gut. Und die sagen jetzt, der dachte jetzt gerade nichts wohl. Ich habe noch keine Ahnung, wofür diese Bananenvögel da sind, ne? Aber gut, das finden wir auch. Das finde ich auch noch irgendwie raus. Riverside Race. Was ein Rennen? Das ist nicht gut. Ich bin bisher so lahmarschig gewesen im Spiel. Da kann ich doch. Oh nein, ey. Die waren jetzt echt ein Rennen von mir. Ich war die ganze. Das hat mich getroffen. Ach, diese scheiß Dinger da können mich tatsächlich angreifen. Ich war bisher so schön langsam in dem Spiel. Jetzt erwarten wir, dass ich schnell bin. Ja, da passiert nicht genau sowas. Dann passiert genau sowas, wenn ich schnell sein soll, plötzlich. Toll! Na gut. Auf geht's. Ich wusste nicht, dass das Gedöns, was da hinter mir herfällt, mich angreift. Sieht ja auch nicht mal so gefährlich aus. Na gut. Dann muss ich jetzt eben. Ja. Ich sag's doch! Wenn ich schnell bin, passiert mir Fehler. Und das ist denen das Problem. Und ich weiß, bestimmt ja links was gewesen, ganz im Wasser. Aber ich habe keine Zeit zurückzugucken. Ja, da kommt das schon wieder an. Ich werde wahnsinnig. Du hast ja echt keine Sekunde Pause. Und dafür läuft es ja gerade ziemlich gut, wa? Naja. Was ist da? Toll, was macht das jetzt genau? Das habe ich nebenbekommen, aber die Viecher sind wieder weg, oder? Gut. Boah, komm! Ja, das ist schade, aber nicht zu ändern.
ich wette, links in dem Wasser, wenn ich da mal in die Ecke gehen würde, wäre irgendwas. Da bin ich mir sehr sicher. Da oben ist bestimmt auch irgendwas. Das ist alles schon so verdächtig, aber ich habe keine Zeit. Was? Dieser eine blöde Flüchtling, den habe ich nicht gesehen. Moment. Na, bleib doch mal da stehen, Junge. Da will ich erstmal tatsächlich hoch, wo diese beiden Bienen sind. Ob man da drauf springen kann, auf die beiden? Ja, da weiß ich erst im Leben. Oh komm, eigentlich will ich das Leben echt haben, das ist mein Ernst. Ja, aber so nicht. Egal, ich kann kein Leben verlieren in diesem Level, solange ich das immer wiederhole, was da ist. Und deswegen mache ich das auch. So. Da kann man doch garantiert drauf irgendwie auf diese Bienen. Sind doch nicht ohne Grund so komisch wie eine Treppe da. Ich will wissen, ob man da was machen kann. Dramatische Musik. Erstmal wieder hier. Leben abgattern. Was abgattern ist überhaupt ein Wort? Abgreifen wollte ich glaube ich sagen eher. Oder ergattern. Es war eine Mischung aus abgreifen und ergattern. Abgattern. Wie nah die kommen, wie nah die kommen. Holy crap! Kann ich überhaupt drauf auf die Viecher? Ich weiß echt nicht, ob ich überhaupt die Dinger überhaupt drauf kann. Ich versuch's aber auch die ganze Zeit, ne? Ja, der schreit da wieder unter Wasser. Was natürlich physikalisch sehr gut möglich ist. Ich will das jetzt wissen. Ey, tut mir doch leid, Friends. Aber das muss sein. Und das Leben hole ich mir auch jedes Mal wieder. Ich will am Ende eine ganze Armada an Leben haben. Und dafür ist es notwendig, dass ich mir die jetzt schon alle mitnehme, wenn sie mir jetzt zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das kriege ich nie hin, denen da auszuweichen. Kann das sein? So, also Fliegen bringt nichts. Mit Fliegen bin ich zu langsam. Ja, ich habe jetzt schon 21. Na toll, das Ende habe ich leider ausgespart gerade. Nee, ganz ehrlich, da ist was. Es tut mir so leid, es tut mir leid, aber ich will es wissen. Da muss man drauf springen können. Die sind so angeordnet, dass ich auf alle drei so hoch springen kann. Okay. Das Level könnte ich locker schon fertig haben, ich weiß. Das ist nicht schwer, das Level. Das könnte ich locker schon durchhaben, das Ding. Aber weil ich die ganze Zeit wissen will, ob da ein Geheimnis ist, verballer ich hier alles. So, jetzt aber. Man kann nicht drauf springen. Da ist garantiert irgendwas. Ich weiß nur nicht, wie man es bekommt. Also zu 99% ist da irgendwas. Die sind nicht extra so angeordnet, dass man da oben auf die Plattform drauf könnte. Das ist so. Aber ich werde es nicht rausfinden können. Na gut, lassen wir es einfach und gehen jetzt endlich mal ans Ziel hier. Lang genug rumgealbert jetzt. Naja, ich habe ja nicht mehr rumgealbert, aber... Es ist klar, was ich meine. Oh, und ich habe den Fisch wieder nicht gesehen. Der tarnt sich ziemlich gut, muss ich sagen. Bin ich schnell genug hochgekommen? Ich habe gesehen, dass sie da waren. Ich habe auch aufgetaucht, aber nicht schnell genug leider. Und wieder, oh, wieder rennt sie da oben lang, weißt du? Weil sie sich so denkt, nein, ich gehe mal nach oben. Ich will nicht mehr tauchen, ich will lieber weg in ein anderes Level. Oh ja, ja, das ist der beste Versuch, den ich jemals hatte, würde ich sagen. Gut, dann muss ich das Leben einfach mal aussparen. Ich muss das Leben gerade aussparen, ich kann gerade nicht anders, sonst würde ich den Versuch auf jeden Fall verlieren, darauf kann ich verzichten. Ich will es wenigstens versucht haben, das mit dem Versuch zu schaffen. So, jetzt zieht man auch an dem Fisch vorbei, darauf habe ich jetzt extra geachtet. Willst du mich verarschen? Da, was hat mich jetzt berührt? Die obere Schwanz, der obere Teil der Schwanzflosse oder was? Boah. Mein Gott, ihr seid Affen, ihr besteht aus Fleisch und Blut und nicht aus Zuckerwatte. Was so? Du springst! Du blöd Mann, Alter! Okay, das ist ja böse gewesen jetzt. Schwimm um dein Leben, Dixie. Schwimm um dein Leben! So, jetzt aber. Jetzt! So. Jetzt kommen wir auch mal weiter hier gefälligst. Ja, danke, dass du genau in dem Moment hochspringst, in dem ich hochrausspringe, was? Nein, 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 wo muss ich lang, hier lang muss ich. Das ist ein Leben, das ist cool.
Na gut, wir haben, glaube ich. Ich hatte den Rekord übrigens nicht, ne? Möchte ich mal anmerken. Das Level muss ich danach nochmal spielen. Es gibt garantiert mal, wenn ich unter 1,15 durch das Level rase. Aber das mache ich ja gerade nicht. Wie ja auch wirklich gekonnt an dem Fass vorbeischwimmt jedes Mal. Also das ist Respekt. Großer Respekt für diese Leistung. So, diesmal bin ich auf den drauf gesprungen. Komm, es rennt einfach durch. Ich bin jetzt lang genug in diesem Level gewesen. Ich probiere viel zu sehr aus, die Geheimnisse zu kriegen. Ja. Aber ich kann es ja. Man sieht es ja, ich kann es ja eigentlich. Ich meine, ich bin jetzt zum zweiten Mal an dieser Stelle hier. Ach so, da, oh nein, die Viecher sind schon da. Oh nein. Ich sehe das manchmal gar nicht, dass die Dinger schon da sind. Ich bin dann immer total überrascht. Bomben schnell weg hier. Genau. Das Level war ja nicht schwierig in dem Sinne. Ich habe nur die ganze Zeit ums Verrecken versucht, dieses eine Geheimnis zu kriegen da.